Jawohl. Check out my YouTube, guys. X der Deutsche, like my Gamertag. Oh, scheiße, ich fand das übel geil, ey. Moin Leute! Oh, Mann am Start wieder hier. Heute habe ich die beste Klasse für die neue OTS 9 für euch vorbereitet. Ey, die Waffe hat so eine übelst schnelle Time to Kill, hat nicht zu viel Rückstoß. Aber der einzige Nachteil einer Waffe ist, dass sie ein relativ kleines Magazin hat, wie ihr die Waffe zu einer der besten, wenn nicht sogar der besten Waffe in Cold War macht. Seht ihr in diesem Video gleich im Anschluss zu meinem New Gameplay mit der neuen OTS 9. Also seid gespannt, falls ihr jetzt noch eine Double Nuke mit einer komplett overpowereden M16 Klasse sehen wollt, checkt das Video hier oben ab. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum Schluss wieder, wenn ich euch die Klasse zeige. Jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Peace! Haha, no chance, cuz. So, oh, da will ich töten, Mann. Das fällt dir rein. Dynamo. Och ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott, nein! Ich dachte, es war ein Gegner. Das war aber ein Teammate. Habe ich. Na komm, Bro. Jawohl. In der Ecke saß. Kommen Sie wieder hier. Oh ja. Oh mein Gott, Junge, wie spielst du denn? Schelmisches Lachen. Nein. Groß damit. Aber er kam skrupellos. Weiter, 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 weiter. Oh mein Gott. Bruder. Jawohl, come on, man. Alter, ich hab ihn fast nicht gesehen. Der war aber so ultra schlecht, dieser Typ, der mich mit dem Noob-Typ getötet hat. Uiuiui. Oh nein! Ja, da ist das Magazin einfach wieder zu klein, um drei Gegner zu töten. Da müsst ihr immer eine gute Secondary dabei haben, Leute. Come on. Nein, geh doch mal weg! Ich kill mich halt. 29, ein Kill noch. Oh nein! Alter, das war so lucky! Oh, ich hab nicht mehr gesehen. Alter, Bro. Den töten noch. Soll ich das Teil hier raus und dann gehe ich direkt auf nächste Nuke. Haha, wie ich die wegmache, Alter. Die hat so eine schnelle Time to kill. Jawohl. Jawohl.
hab ich. Warte, Ruhe. Das ist so ein dummer Witze. Och, Mann. Junge, 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 wie der mich immer wieder. Hä? Habe ich keine Taktikmaske? Ich hab doch Taktikmaske, wieso war ich denn gerade so lange geblendet? Jetzt geh mal hier rein. Nein. Ey, die Junge, wieso bin ich so lange geblendet? Ich hab doch eine Taktikmaske. Junge. Wahrscheinlich. Ja, ich bin ja andauernd stand. Hinter mir. Taktik Maske und Splitterschutzweste. Wieso geht das nicht? Ist das so ein Bug von der Nuke? Ja, nicht riesig sein, aber wenigstens ein bisschen größer. We didn't even see what's coming. What was coming, alter Junge. Ich bin gerade lost. Nein, bitte nicht auf mich, bitte nicht auf mich, bitte nicht auf mich, bitte nicht auf mich. Luftpatrouille, das kann doch nicht sein. Jawohl. 3 Kills gemacht. Schon auf 10er. Geh mal hier. Alter. Oh mein Gott. Wie ich die auseinandernehme. Das kann er bei den Vorräten, das verwundert mich. Hier drinnen? Nee, das raus. Beziehungsweise wurde rausgeschossen. Oh mein Gott. Nee. Du Huren. Danke. Ja, der Teammate hat mir so einen Arsch gerettet. Ich würde 18. Ah, die Runde ist vorbei, leider. Uiuiui, 85 zu 6. Nuke fast ein Double gemacht, aber das Game auch zu Ende. So Leute, jetzt zum Klassensetup von der OTS 9. Ich habe 2 verschiedene Varianten für euch, also seid gespannt. Wir spielen erstmal den Grubenmündungsfeuerdämpfer für extra 7% vertikale Rückschusskontrolle. Und damit ihr nicht auf der Karte gesehen werdet, wenn ihr schießt, dann habe ich ja einmal den Sonderkommandolauf gespielt. Der gibt euch extra Schaden und bessere Reichweite und Projektilbeschleunigung. Also sehr gut, dafür verliert ihr etwas Rückschusskontrolle. Deswegen, falls ihr nicht so ganz mit dem Rückschuss klarkommt, spielt lieber die andere Variante, die ich euch gleich danach sage. Dann den Spetsnaz-Griff, um noch besser den Rückschuss kontrollieren zu können. Dann habe ich das letzte Magazin hier gespielt. Damit habt ihr 32 Schuss. Ja, das ist die größte Schwäche von der Waffe, das kleine Magazin. Ansonsten ist sie ein absolutes Biest. So eine schnelle Time to Kill. Nicht zu viel Rückstoß. Gute Feuerrate. Und dann zu guter Letzt die grobe Elastikumwicklung für extra 30% ZV-Zieldauer. Und damit ihr auch Dropshots verteilen könnt. So, jetzt die nächste Variante wäre, ihr tauscht dieses Magazin aus gegen das, damit ihr noch ein wenig mehr Munition habt. Das ist manchmal echt verdammt hilfreich, aber ihr könnt dadurch nicht so schnell spielen, weil ihr länger nachladen müsst. Und dann würde ich euch empfehlen, den Sonderkommandolauf gegen den Liberator oder VDV-Verstärker noch auszutauschen, falls ihr nicht so gut mit dem Rückstoß klarkommt. Falls ihr jetzt noch die beste M16-Klasse wissen wollt, würde ich euch empfehlen, dieses Video hier abzuchecken. Die Waffe das erste Mal seit langem wieder gespielt und direkt eine Double Nuke rausgehauen. Also guckt es euch unbedingt an. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Sind fast die 1000 Allmänner, Leute. Also geht sicher, mich hier drüben zu abonnieren und mir ein Like da zu lassen. Schreibt mir vielleicht in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Dann würde ich sagen, ich bin Xer Deutsche. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Peace!